Reinhold Mitterlehner hat sich ja durchaus gerne als Django inszenieren lassen. Aber dieser Tage erinnert er sich von den vielen Django-Filmen vielleicht noch am ehesten an diesen da. Der ÖVP-Chef hat heute dementiert, dass er gestern den Parteivorsitz hinschmeißen wollte. Aber nach mehreren Berichten hat er intern sehr wohl mit seinem Abgang gedroht. Nach dem jüngsten Ausritt des ÖVP-Innenministers. Der hat ja gestern dem Bundeskanzler wörtlich Versagen vorgeworfen. Angeblich wollte ihn Mitterlehner deswegen entlassen, hat das in der ÖVP aber nicht durchgebracht. Der Koalitionspartner SPÖ sieht aber Außenminister Kurz hinter dem Konflikt, den viele in der Volkspartei ja als künftigen Obmann und Spitzenkandidaten wollen. Aber wann und unter welchen Bedingungen? Franz Renner berichtet. Am Land, da scheint die ÖVP-Welt noch in Ordnung zu sein. Parteifreunde, die auch solche sind, zwei Landeshauptleute und eine Landeshauptfrau, treffen sich heute in Lunz am See. Die Regierungskoalition in Wien, nur eine ganz allgemein gehaltene Anmerkung wird. Aber ich gebe Ihnen recht, dass eine Zusammenarbeit natürlich nicht nur innerhalb der Bundesländer funktionieren muss, sondern dass eine Zusammenarbeit auch auf Bundesebene funktionieren muss. In Wien, ja in Wien, vor, beim und nach dem Ministerrat, da herrscht ein anderer Ton. Der ÖVP-Chef beteuert, ÖVP-Chef zu sein. Seinen vorlauten Innenminister rüffelt er. Diese Äußerung war jetzt nicht wirklich hilfreich und muss die Emotionen abbauen und zur Sacharbeit zurückkehren. Das gilt für ihn, gilt auch für die andere Seite genauso. Aber reißt Ihnen denn nicht schon langsam der Geduldsfaden? Ja, ist eine gute Frage. Würden Sie sagen, inwiefern? Ja, Geduldsfaden ist gut. Was hören wir vom Außenminister? Er ist nicht beim Ministerrat aus dem fernen Vorarlberg. Frei nach Roland Thüringer im Film Muttertag. Eins sage ich gleich, ich war's nicht. Ich sage zu den ganzen Diskussionen gar nichts, weil ich nichts von all diesen Diskussionen halte. Für den Innenpolitikchef der Tageszeitung Die Presse hat Kurz die ÖVP-Obmannschaft sehr wohl fest im Blick. Aber die ÖVP sei noch nicht bereit. Im Moment reicht es ihm noch nicht aus, deswegen treibt er den Preis noch in die Höhe. Gibt immer wieder zu verstehen, auch jetzt, Freunde, so in dem Zustand übernehme ich die Partei nicht. Weil es dann weniger um den Zustand der Partei geht, sondern vielmehr darum, dass seine Wünsche noch nicht so erfüllt werden, wie er das gern hätte. Und auch die Bereitschaft in der ÖVP noch nicht so weit ist, dass die Partei wirklich erneuert wird. Wie steht es also wirklich, die Frage an den Meinungsforscher, mit der Heilsbringerschaft von Sebastian Kurz für die ÖVP, die in den Umfragen mit 20-22% deutlich hinter FPÖ und SPÖ liegt? Kurz könnte der ÖVP demnach ein Plus von 7-10 Prozentpunkten bescheren. Mit Sebastian Kurz wäre man in einem hypothetischen offenen Rennen um die Nummer 1, denn wir sprechen ja vom Erhebungszeitpunkt, das heißt im Hier und Heute, was natürlich keine Aussage ist über einen späteren Zeitpunkt, zum Beispiel den Herbst 2017 oder auch den Herbst 2018. Weil was dann alles passieren kann? Da kann sehr, sehr viel passieren. Gesetzt im Fall, dass Sebastian Kurz Spitzenkandidat wird, hat er eigentlich drei Baustellen zu bewerkstelligen. Die erste ist, er hat dann mehr Themenfelder zu bearbeiten als jetzt als Außenminister und Integrationsminister. Punkt eins. Punkt zwei, der Mitbewerb wird sich doch deutlich stärker mit ihm beschäftigen, das heißt ihn deutlich stärker kritisieren. Und Punkt drei, er muss natürlich auch die ÖVP zukunftsfit machen. Es überrascht also nicht, dass Sebastian Kurz von der SPÖ, wie heute beim Ministerrat, längst als eigentlicher Gegner gesehen wird, den es als Koalitionssprengmeister zu brandmarken gilt. Natürlich gibt es manche wie den Außenminister Kurz, der da immer wieder ein bisschen Sand ins Getriebe wirft. Ich denke, wenn es andere in der Regierung gibt, die das nicht wollen, dann, und ich nenne da ganz konkret auch Sebastian Kurz, dann soll er sich auch hinstellen und es auch so sagen. Leider gibt es in der ÖVP vereinzelt Regierungsmitglieder, die das etwas anders sehen wie der Außenminister. Und aus dem fernen Berlin meldet sich auch Wiens SPÖ-Bürgermeister Häupl zu Wort. Für ihn versucht die ÖVP, die SPÖ dazu zu bringen, Neuwahlen vom Zaun zu brechen. Es ist eine Provokation, mit der man irgendwie versucht, die Sozialdemokraten in der Bundesregierung dazu zu bringen, dass sie sagen, so, es reicht, aber das ist nicht unsere Sprache, sondern das ist die Sprache der ÖVP, das haben wir andere gesagt. Wir erinnern uns, der damalige ÖVP-Chef Wilhelm Molterer kündigt 2008 die Koalition auf. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es reicht. Und es ist die Erinnerung daran, die die ÖVP-Landeshauptleute heute ausgesprochen leise treten lässt. Wir hatten einen Landsmann, der hat einmal gesagt, es reicht, und das war dann kein vom Erfolg beschiedener Wahlgang, der für die ÖVP hier ins Haus gestanden ist. Ein gut gemeinter Ratschlag von denen am Land für die in der großen Stadt.
Alles Liebe, gell? Und wir hätten das gern mit ÖVP-Chef Mitterlehner hier im Studio besprochen. Wie Sie sehen, er ist nicht da. Er wollte nicht, aber ich begrüße bei mir jetzt Karl-Heinz Kopf, den zweiten Nationalratspräsidenten und Mitglied im ÖVP-Vorstand. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Guten Abend, Herr Wolf. Herr Präsident Kopf, wie arbeitet man in einer Koalition sinnvoll, in der Innenminister den Bundeskanzler ausrichtet, er hätte versagt und der Zug für ihn sei abgefahren? Was hat denn das noch für einen Sinn? Naja, man darf, glaube ich, das Frustrationspotenzial, das eine Koalition zwischen zwei Parteien in sich birgt, die halt doch weltanschaulich ein ganz ordentliches Stück auseinander sind, nicht unterschätzen. Und es ist halt so, dass manche mit diesen auch täglich oder wöchentlich immer wieder mal zu erleidenden Frustrationen, weil man halt eigene Dinge nicht so schnell oder gar nicht oder nur teilweise umsetzen kann. Da gibt es halt manche, die können damit abgeklärter und ruhiger damit umgehen. Und anderen treibt das halt sofort das Blut in Wallung und sie tragen dann auch noch ihr Herz auf der Zunge. Aber das gilt, glaube ich, für beide Parteien. Auch die Sozialdemokraten haben es mit Sicherheit da oder dort nicht leicht, Dinge der Regierung ihrer Basis, ihren Leuten zu erklären. Da entsteht auch Druck von unten. Ich meine, ich erinnere nur an ein paar Tafeln oder Plakate, die auch beim Mayaufmarsch zu sehen waren. Also ich will nicht zur SPÖ hinüberschwenken, keine Sorge. Aber ich sage nur, da steckt Frustrationspotenzial drin, mit dem manche nicht umgehen können. Aber der Frust scheint ja schon sehr groß zu sein. Die Tageszeitung Österreich zitiert heute einen ungenannten ÖVP-Minister mit dem Satz: In Wahrheit will keiner mehr von uns mit der SPÖ weiterarbeiten. Es traut sich nur noch keiner, das auch offen zu sagen. Kenne ich nicht diesen Satz, aber ich glaube, es ist schlicht trotz aller Einschränkungen, die halt eine Koalition, es wären auch andere Koalitionen nicht viel einfacher, mit sich bringt. Damit muss man lernen, umzugehen und umgehen können. Das ist in der Sache, in der Natur der Sache gelegen. Das muss man einfach zusammenbringen, weil die Aufgabe heißt schlicht und einfach, in der Koalition auch Kompromisse zu schließen, Sachlösungen herbeizuführen. Und wie gesagt, das gelingt halt manchen nicht ganz so gut. Wenn ich Ihnen zuhöre, dann richtet sich das vor allem an den Innenminister. Gestern wollte ihn der ÖVP-Chef offenbar entlassen. Er hat darüber nachgedacht, heißt es, hätte sich aber in der Partei nicht durchgesetzt. Sollte er ihn entlassen? Also, ich meine, zum Ersten, mir hat das auch nicht gefallen, wäre das Ganze im Parlament unter meinem Vorsitz passiert, dann hätte ich ihn zur Wahrung der Würde des Hauses ermahnen müssen, wie das im Parlament so schön heißt. Das hat der Parteiobmann ja auch getan. Mir ist aber nichts davon bekannt, dass er ihn definitiv ablösen wollte, beziehungsweise, was ja auch schon behauptet wurde, dass er selber zurücktreten wollte. Das ist zumindest in den Sitzungen, in denen ich dabei war, mit keinem Wort gefallen. Und Sie kennen die Partei sehr gut. Wie lange wird denn Reinhold Mitterlehner noch Parteichef sein? Reinhold Mitterlehner hat ein verdammt schwieriges Amt. Auf der einen Seite, wie schon beschrieben, ist so eine Koalition ganz einfach für beide Chefs nicht einfach. Dazu kommt, dass die ÖVP auf ihrer Wertebasis, ihrer christlich-sozialen Wertebasis fundiert, aber auf der anderen Seite hat doch viele regionale Strömungen, viele auch berufsständische Strömungen in sich vereint. Das ist auch gut so. Aber das ist insgesamt für einen Parteiobmann eine enorme Herausforderung. Und mir ringt also immer große Bewunderung ab, wie der Reinhold Mitterlehner damit umgeht. Das ist beileibe nicht leicht. Größten Respekt für jeden Tag, den er dieses Amt ausführt. Die Koalition hätte, wenn es formal geht, noch etwas über 500 Tage. Soll er diese 500 Tage noch bleiben oder sollte Sebastian Kurz die Partei übernehmen? Na, ich sehe überhaupt keinen Grund dafür. Wie gesagt, mir nötigt die Art und Weise, wie er dieses Amt bekleidet, größten Respekt ab. Und ich gehe mit Selbstverständlichkeit davon aus, also wirklich allen Ernstes, dass er das mit Sicherheit bis zum Wahltag machen wird. Und er wird dann selber auch entscheiden, wie es weitergeht. Er ist 4 Jahre als Parteiobmann gewählt. Ich finde, er macht die Sache sehr, sehr gut und verdient jede Unterstützung, die man ihm nur geben kann. Jetzt muss ich Sie noch mal zum Innenminister fragen. Wenn ich Ihnen so zuhöre, könnte man fast auf die Idee kommen, dass Sie der Meinung sind, der Innenminister sollte sich vielleicht eher zurückziehen als der Parteiobmann?
Nein, das waren weder meine Worte noch das, was zwischen den Zeilen allenfalls... Aber wenn der Innenminister so frustriert ist mit der Koalition und Sie finden, der Parteiobmann, der da ja viel kritisiert wird, der soll bleiben, wäre es dann vielleicht gescheiter, der Innenminister geht? Nein, er hat heute verbale Besserung gelobt. Das hat er schon öfter. Ich glaube daran und vertraue darauf, dass er das auch zustande bringt. Aber wie gesagt, manche können mit diesen täglichen Dingen, wo man halt seine eigenen Vorstellungen nicht oder nur teilweise durchbringt, nicht so gut umgehen. Er gehört zu denen und ich glaube, er wird sich am Riemen reißen. Vor einem halben Jahr haben Sie den Zustand der ÖVP so beschrieben, Zitat, stabil auf bescheidenem Niveau. Wie hat sich der Zustand denn verändert seither? Ja, wenn man den Umfragen glauben kann, hat er sich etwas verbessert. Wir sind laut Umfragen schon wieder nahe am letzten Wahlergebnis. Aber man soll vorsichtig sein im Genießen von Umfrageergebnissen. Insgesamt habe ich das Gefühl, dass es stabiler ist. Und wie gesagt, man soll Tagesereignisse und solche Aufregungen jetzt auch nicht überbewerten. Ich denke, es geht der ÖVP besser, als manche vielleicht glauben. Wann soll denn gewählt werden? Ich gehe vom regulären Wahltermin im Herbst 2018 aus. Ich bin jetzt schon 23 Jahre fast im Parlament und jede zweite Wahl, die ich mitgemacht habe, war eine vorgezogene. Erstens hat sich selten, bis auf ein einziges Mal, die Erwartung erfüllt, dass man damit etwas für sich Positives herausholen kann. Das heißt, meines Erachtens, zu leichtfertiger Umgang mit dem Vorziehen von Wahlen. Es kann allerdings, ich bin nicht der Meinung der Rechnungshofpräsidentin, dass man das gesetzlich verbieten soll. Es kann Gründe geben, und der Herr Bundespräsident hat kürzlich selber gesagt, Der EU-Ratsvorsitz im zweiten Halbjahr 18 könnte theoretisch ein Grund sein. Aber dann sollte man sich und müsste man sich meines Erachtens gemeinsam darauf verständigen. Wenn das nicht gelingt, dann wird der Wahltermin im Herbst 2018 sein. Davon gehe ich aus. Danke, wir reden gleich weiter, aber über ein anderes Thema. Denn